Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir machen uns heute ran, die Ghostbuster-Station weiterzumachen. Und zwar sind wir nun bei Teil 2 angekommen. In Teil 1 hatten wir es ja geschafft, die ganzen Wände und so hochzuziehen. Und nun in Teil 2 machen wir natürlich noch die Seiten fertig. Das heißt, die Fenster, Türen rein, also das ganze Kleinzeug noch. Ich hoffe, du hast dich ausgeruht zur letzten Folge, denn wir müssen jetzt wieder viel, viel machen. Und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Denn rumgeflogen bin ich ja schon in Teil 1. Das heißt, wir gehen einfach mal an die Kiste ran. Und die sollte jetzt eigentlich wieder voll sein. Ha, super. So, wir holen uns einfach mal die erste Reihe hier einfach gemütlich hier raus. Du siehst, wir haben wieder viel Material. Sollte wieder verballern müssen. So, und wir holen uns einfach mal zum Anfang einfach, würde ich sagen, grauen Beton raus, gefolgt von roten Beton. Dann holen wir uns noch ein bisschen Stolperdraht, gefolgt von Bruchsteintreppe, weißer Beton, denn die Steinziegeltreppe muss dabei sein. Denn ein Quarzblock brauchen wir, eine Quarztreppe und dann nochmal ein Quarzsäulenblock. Also viel Quarzzeug heute. So, wenn wir dann das ganze Block mit der haben, geht's los, würde ich mal sagen, erstmal mit dem. Nehmen wir mal erstmal die Steinziegeltreppe. So, wir fliegen jetzt auf die Vorderfront hin und da hatten wir, sag ich mal, hier auf der einen Seite dreimal so Steinziegeltreppen. Darüber lassen wir einfach eine Reihe frei und bei der zweiten, blub, schlagen wir einmal die Block in der Mitte weg und setzen da einfach eine umgedrehte Steinziegeltreppe. Auf der anderen Seite auch nochmal. Einfach hier von der Wand ausgehen, ne? Erste Reihe in Ruhe lassen, bei der zweiten blub, die Mitte wegschlagen und da setzen wir einfach mal so eine Reihe. So, danach nehmen wir uns mal einfach den grauen Beton zur Hand und müssen erstmal was weghauen. Wir richten uns einfach mal nach unseren gelben Pollern hier, die wir uns hingesetzt haben. Da müssen wir einfach mal, das sag ich mal, hinten das einfach mal kurz weghauen. Da hier unten machen wir das auch noch einmal nochmal komplett weg. So, und dann müssen wir das Ganze noch hochhauen auf, würde ich mal sagen, jetzt haben wir jetzt, sag ich mal, eine Zweierhöhe. 3, 4, 5. So, 5 Blöcke müssen wir erstmal hier weghauen. Auf der anderen Seite auch nochmal. So, super. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, müssen wir jetzt einfach mal hier noch 1, 2, 3, 4, 5 hochsetzen. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. So, einmal hier hoch. So, dann setzen wir jeweils einmal nach innen. Und dann schlagen wir hier rüber auch nochmal das Ganze weg. So. Einmal hier alles rüberziehen. Super. So, wenn wir das Ganze dann erstmal so haben, nehmen wir uns einfach mal unseren roten Beton und können dahinter das Ganze einfach mal ausfüllen, weil das ist ja, sag ich mal, unser Eingangstor, wo ja denn auch der Ghostbusters Wagen und alles ja rausgefahren kommt. So, dann machen wir das Ganze mal zu, dass da auch keiner mehr reinkommt. Und dann können wir da einfach mal unten mit Stolperdraht so die Türgriffe darstellen. Super. So, wir bleiben auch erstmal noch ein bisschen beim roten Beton, würde ich sagen, und fliegen mal auf die Seite hin. Ich habe mir das Ganze hier schon ein bisschen markiert. Wir richten uns aber einfach mal hier vorne von der Ecke und zählen einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann 8 und 9 schlagen wir weg, darüber auch die Treppen und dahinter können wir dann, sage ich mal, einfach die Wand noch ein bisschen wegschlagen. Da machen wir einfach 3 Blöcke so von der Höhe mal auch weg. So, dann setzen wir unten einfach mal eine Zweierschicht von rotem Beton hin. Oben setzen wir einfach mal umgedrehte Bruchsteintreppen, die sich jeweils so angucken. Und dann weiß ich ja nicht, was du jetzt hier noch für einen Weg nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal so, so einen Steinweg und den kann man sich dann hier noch so ein bisschen verbinden. So, dann machen wir hier noch so einen Türgriff hin und fertig ist das Ganze. So, wir bleiben aber noch hier gleich auf der Seite, denn wir müssen ein bisschen was weghauen. Und wir richten uns auch gleich von der Tür aus. Ich sag einfach mal, wir lassen einen Block hier in Ruhe und dann schlagen wir eine Schicht weg, dann noch eine Schicht und dann noch eine. Also heißt 3 Blöcke an sich weghauen. Dann nehmen wir uns schon mal gleich unsere Quarzrimmen zur Hand und können die jeweils so machen, dass sie sich hier anecken, weil das wird im Nachhinein ja noch ein Fenster hier. So, wir richten uns jetzt einfach mal auf von diesem Fenster mal. Ich gehe jetzt einfach mal von hier aus zur Seite wieder weiter und zähle dann einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also nach 9 Blöcken schlagen wir dann 1, 2, 3, 4 Blöcke weg, schlagen oben noch diese Quarztreppen weg und unten nochmal. So, bei den Quarztreppen hier oben müssen wir dann einfach so machen, dass die sich dann hier noch so ein bisschen anecken. So. Und super, dann sind wir hier auch durch und dann müssen wir nochmal weitergehen. Das heißt einfach jetzt hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke wieder Platz lassen und dann 10 und 11 hauen wir weg. Darüber die Quarztreppen und darunter nochmal eine Betonschicht. So, an den Seiten wieder die Treppen einmal so anecken lassen und dann sind wir damit auch erstmal durch. Super, so, dann gehen wir jetzt erstmal wieder auf die Vorderseite, denn hier müssen wir noch ein bisschen was machen und zwar ganz einfach gesagt, hier drüber. Wir tauschen einfach mal hier nach, würde ich mal sagen,
Also wir suchen die Mitte von unserem Tor, schlagen oben dann einen Quarzblock rein und an den Seiten müssen wir machen, dass die Treppen sich dann da auch wieder so anecken. Super. Dann nehmen wir nochmal kurz unseren Quarzsäulenblock. Da müssen wir, sag ich mal, hier rüber, würde ich jetzt einfach mal der Mitte hier einmal wieder weghauen und dann zur Seite jeweils auch nochmal zweimal. So dass wir insgesamt hier eine 5er Breite haben und da setzen wir einfach mal die Quarzsäulenblöcke da so hin. So, jetzt lass mich nochmal kurz überlegen, wofür war denn der weiße Beton nochmal gedacht? Komme ich jetzt nicht drauf, den brauchen wir bestimmt oben. Okay, dann würde ich mal sagen, warte mal, lass mich nochmal kurz in die Kiste gucken, nicht, dass ich mich jetzt hier vertue. Obwohl, ich vertue mich gerade, und zwar, wir brauchen den doch, denn ich wollte jetzt noch mit euch die Fenster markieren. Ja, das machen wir jetzt. So, wir fangen am besten, würde ich mal sagen, auf der Seite an. So, und dann richten wir uns auch hier immer unten an den Fenstern, das ist immer wichtig, dass wir uns danach richten. Denn wir gehen jetzt ein breiter immer als das Fenster ist. Das heißt, jetzt hier bei der Treppe, die wir so angehängt haben, gehen wir nach oben. Gleich hier, wo die Ziegelblöcke sind, schlagen wir weg und das Ganze müssen wir hoch weghauen, bis wir hier an die Quarzrippen ankommen. Aber die lassen wir da. So, dann fliegen wir wieder hier runter, gucken hier, wo ist die Treppe und dann hier oben müssen wir wieder die Ziegelblöcke weghauen. So, die mittlere Strebe machen wir auch weg, aber das mache ich mal kurz im Cut, wenn wir das andere hier auch mal kurz mitgekriegt haben. Das heißt, einfach mal gucken. Hier unten mein Fenster, wo ist die letzte Quarzrippe? Gehen wir hier so nach oben und schlagen einfach mal die Reihe weg, bis wir ganz oben angekommen sind. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel hier. Und dann einfach alles bis nach oben weghauen. Die Mitte, die muss man dann einfach wieder natürlich dann auch noch weghauen. So, hier machen wir das auch nochmal. So. Zack. Einmal weghauen. Hier auch nochmal. Dann muss halt perfekt untereinander abschneiden, also ein breiter gehen, als das Fenster ist. Und dann müssen wir die mittlere Strebe jeweils nochmal wegmachen. Und schon ist die mittlere Strebe bei mir weg. Wenn das bei dir nicht so schnell gehen sollte, immer Video kurz anhalten, Strebe weghauen. So, okay, wenn wir das dann einmal geschafft haben, geht es weiter immer noch mit dem weißen Beton. Wir setzen jetzt einfach mal an den Seiten jeweils immer eine komplette Strebe mit dem weißen Beton hin. Das müssen wir natürlich überall nochmal machen. So, wenn wir das geschafft haben, dann einfach an den Seiten weißen Beton hinzusetzen, müssen wir immer noch beim weißen Beton bleiben, denn jetzt müssen wir bei den Streben, die wir oben hochgezogen haben, immer noch was an den Seiten ransetzen. Wir machen das einfach ganz einfach. Wir schlagen immer einen weg. Plupp. Also jetzt an der Seite, also einmal lassen wir den Ziegelblock da, dann einmal weghauen, durch den weißen Beton austauschen und das Ganze müssen wir bis nach oben machen. Damit sich, sag ich mal, so die Fensterrahmen mit der Wand so ein bisschen verbinden. So, und das machen wir dann hier auf der anderen Seite am besten synchron. Also das heißt, wenn wir jetzt hier unten einen Ziegelblock gelassen haben, dann lassen wir auf der anderen Seite auch nochmal ein. So, das müssen wir hier natürlich auch wieder bis ganz nach oben machen. So, und dann machen wir das genau das gleiche Spiel jetzt hier bei den anderen Seiten auch. Nur ich gebe dir einen kleinen Tipp, um also einen kleinen optischen Kontrast zu machen. Machst du bei der Mitte jetzt hier beim größeren Fenster, fängst du, sag ich mal, jetzt nicht, also lässt du den ersten Ziegelblock da, dann machst du den weg und machst einfach das andersrum. Und jetzt hier auf der Seite würde ich es dir wieder empfehlen, machst du einfach genauso wie hier vorne, dass wir hier so einen kleinen Kontrast drin haben. So, aber ich mache das hier wieder schnell im Zeitraffer, weil das dauert immer ein bisschen lange, von daher, ne? So, super, haben wir das Ganze geschafft, sind wir erstmal auf der Seite fertig und fliegen erstmal auf die Vorderseite hin, denn da müssen wir natürlich auch noch den Rahmen machen von unserem riesigen Fenster. Wir richten uns jetzt unten bei unserer Tür einfach mal nach. Da gucken wir einfach mal hier an der Seite, wo die Strebe ist. Und davon gehen wir auch nach oben und schlagen dann einfach mal hier die Ziegelblöcke weg. Zack, 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 zack. Bis nach oben hin, ne? Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Gehen wir so nach oben und auch nochmal komplett alles hier weghauen. Super. Wie immer, einmal kurz die Mitte mal wegmachen. Hoch, wie schnell das immer geht hier. Okay, wenn wir das Ganze geschafft haben, setzen wir auch hier wieder an den Seiten erstmal eine weiße Betonreihe hin. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. So, und bevor wir jetzt an den Seiten diese Verstrebung reinbauen, schlagen wir darüber jetzt einmal nochmal die ganzen Quarztreppen weg und müssen jetzt hier einfach mal an der Seite, ja, obwohl, nee, das ziehen wir noch nicht so ganz rüber, so an den Seiten dann noch einmal einen höher gehen. Dann schlagen wir darüber eine Ziegelblockreihe weg, die ziehen wir jetzt aber einmal komplett rüber. So, und dann lassen wir jeweils an der Seite einmal so einen weißen Beton übrig, also so überstehen und schlagen dann hier einfach mal die dann theoretisch in der Mitte gesetzten Ziegelblöcke weg. So. Wenn wir das Ganze haben, können wir jetzt hier natürlich auch, sag ich mal, einfach hier die Verbindung reinmachen. Die habe ich da drüben gemacht. Ja, ich habe jetzt, sag ich mal, auch so angefangen jetzt wie bei dem hier, dass wir, sag ich mal, einfach die Ziegelblöcke unten ja mal so offen lassen. Du kannst natürlich auch ein anderes Muster immer machen, ne? Dass du anders anfängst, aber ich mache das auch jetzt einfach mal so.
So, super. Dann sieht das Ganze erstmal so aus und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal die Blöcke weg. Huch, wie mache ich sie weg? So. Ja, und wenn wir sie erstmal weg haben, gehen wir wieder an die Kiste ran und holen uns mal unser nächstes Material raus. Wir nehmen erstmal das hier, damit das erstmal wegkommt. So, das heißt einfach mal, wir holen uns mal ganz geschwind, würde ich mal sagen, einen Eisenblock raus, gefolgt von einfach mal ein paar Steinknöpfe. Dann holen wir uns noch Bruchsteintreppe raus und dann noch, ja, ein Gemälde brauchen wir. So, und wenn wir das Ganze haben, geht's los, würde ich sagen, erstmal mit den Steinknöpfen. Wir fangen auch auf der Vorderfront an. Wir platzieren einmal hier an der Seite jeweils ein und dann lassen wir zwei Blöcke frei und setzen nochmal einen hin. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Dann fliegen wir einmal hier so rüber, setzen auch an der Ecke einfach mal einen an und dann würde ich auch sagen, machen wir, ja, zwei Blöcke. Auch wieder Platz und dann setzen wir wieder einen an. Das müssen wir natürlich hier hinten auch nochmal machen. Einfach nach hinten fliegen, an der Ecke einen ransetzen, zwei Blöcke Platz lassen und nochmal einen ransetzen. Super. So. Wenn wir das Ganze haben, fliegen wir wieder auf die Vorderseite hin. Nehmen jetzt mal, würde ich mal sagen, erstmal den Eisenblock hin. Platzieren den einfach mal hier an den Quarzblock ran. Können den einfach mal so drei nach vorne machen, schlagen hinten den einen weg. Machen das Ganze noch zwei runter. Setzen dann einfach mal unten eine normale Treppe ran und oben nochmal eine umgedrehte. Und dann haben wir die Aufgabe, müssen jetzt hier vorne noch ein Gemälde ransetzen. Das ist natürlich dieses Ghostbuster-Logo. In Minecraft habe ich jetzt in der normalen Version leider nicht so ein Design, aber man kann sich das ja irgendwie immer einstellen. Ich weiß aber selber nicht, wie das geht, aber man kann sich ja irgendwie auch Dateien raufziehen, dass man dann auch das Ghostbuster-Logo hat. Und dann könnte man sich hier mit einem Gegenstandsraum das machen. In der normalen Version empfehle ich dir einfach mal dieses Bild mit diesen drei Köpfen, was ja irgendwie dieses Wilber-Skelett darstellen soll, weil ich ja auch so ein bisschen wie ein Geist. Okay, wenn wir das Ganze dann haben, können wir das Blockmaterial wegtun. Huch, und dann haben wir eigentlich unten das erstmal geschafft und gehen wieder an unsere Kiste ran und holen jetzt einfach mal die Reihe aus, denn damit machen wir jetzt die Fenster so an sich fertig. Das heißt einfach mal, wir holen uns einfach mal graues Glas raus, gefolgt von Bruchsteinmauer, die wir heute brauchen wir. Dennoch Quarztreppen holen wir uns raus. So, ich packe das alles mal in einer Reihe und dennoch weißen Beton. Super, wenn wir das Ganze haben, geht's los. Würde ich erstmal sagen, machen wir uns die Verbindungen rein jetzt hier. Jetzt muss ich aber kurz mal gucken, weil ich habe jetzt keine Lust zu zählen. Von daher gucken wir einfach mal, wie wir das machen. Aha, aha, aha. So, danach richten wir uns einfach mal. Also, wir haben uns ja, sag ich mal, an den Seiten diese Verbindung gemacht. Da können wir ein bisschen gucken. Und zwar von oben her. 1, 2, 3 machen wir hier einfach mal. Einfach mal eine komplette Verbindung einmal rüber. Das machen wir unten auch nochmal. So, also ich habe es jetzt gefunden, aber für jeden, der es vielleicht anders sich markiert hat, gehen wir jetzt einfach mal hier von den Treppen aus nochmal. Das heißt einfach 1, 2, 3, 4, 5 und beim 5. geht es dann los, so zwei Verbindungen zu machen. Also 5 und 6 von oben her gesehen so runtersetzen. So, jetzt hier vorne bleiben wir aber auch noch. Wir schlagen an den Seiten jetzt einmal diese zweier Betonblöcke weg, in der Mitte nochmal und hier nochmal. Die tauschen wir einfach mal aus durch Quarztreppen, die wir unten einmal normal ransetzen und oben einmal so umgedreht. Das machen wir hier auch nochmal. Super. So, jetzt fliegen wir einfach mal zur Seite. Wir merken uns einfach mal hier die Höhe. Können wir hier so gucken. So, so, so. Und dann kommen wir hier an und hier unten müssen wir einfach mal Quarztreppen unten normal setzen und oben umgedreht. Super. Dann gehen wir hier so weiter und müssen das einfach immer wieder so machen. Einfach dann hier unten die normalen Treppen ransetzen und oben dann einfach die umgedreht. So, das müssen wir dann da auch natürlich noch machen. Wir gucken einfach, wo haben wir die Höhe? Die haben wir hier. Setzen unten die normalen Treppen und oben jeweils dann die umgedrehten. Super. So, wir bleiben dann auch erstmal noch hier auf der Seite und machen erstmal Massenarbeit. Und zwar nehmt ihr euch einfach mal das graue Glas. Ich fliege hier noch mal kurz rein. Wir können einfach mal einmal kurz hier hinter den Treppen einfach mal das Glas setzen. Und dann müssen wir einfach mal das hier alles mal kurz ausfüllen. So, das mache ich hier mal schnell. So, bei mir ist das Ganze schon fertig. Also einfach mal das Ganze ausfüllen mit unseren Glasblöcken. Du kannst natürlich auch Glasscheiben nehmen. Dumm nur bei der Sache ist halt, wir haben hier auch ein bisschen mit Treppen gearbeitet. Da musst du ein bisschen gucken, da müsstest du die Dinger dann reinsetzen, wenn du es mit Glasscheiben machst, weil Glasscheiben verbinden sich leider nicht mit Treppen. Von daher würde ich vielleicht auch unten empfehlen, dann einfach machst mit Blöcken und oben dann mit Glasscheiben. Aber da musst du ja gucken, wie du es dir noch machen möchtest. So, aber ansonsten fliegen wir einmal hier auf die Vorderseite hin und wechseln mal zu unserem Bruchstein. Ja, zu unserer Bruchsteinmauer und müssen jetzt hier auch noch ein bisschen was ransetzen. Wir setzen jetzt hier nicht gleich die Glasblöcke ran, denn wir setzen einfach mal, dann können wir auch unten einfach mal gucken, einfach mal, sag ich mal, einlassen wir frei, dann eine Mauer hin, ein freilassen, wieder eine Mauer hin. So, das müssen wir einfach mal ein bisschen nach oben ziehen. So, auf der anderen Seite auch nochmal hier ein bisschen mitziehen. Da kommen wir eigentlich perfekt auch hier an unseren weißen Beton ran. Und dann hier oben auf dem weißen Beton können wir einfach mal weiter bis nach oben ziehen. Einmal komplett bis nach oben hoch. Auf der anderen Seite natürlich müssen wir das hier nachziehen. Und wenn wir es geschafft haben, setzen wir einfach jeweils, also das ganz oben die Reihe frei. Und vielleicht darunter müssen wir mal so eine Verbindungsstrebe setzen, damit das Fenster so ein bisschen mehr abgestützt ist. Das machen wir unten auch nochmal. So. Und so, super.
Sonst sind wir damit auch schon wieder durch und können da einfach dahinter gleich ran unsere Glasblöcke setzen. Keine Angst, die Mauer verbindet sich nicht mit der mit dem Glas, von daher passt das Ganze auch. So, und das müssen wir hier natürlich auch noch einmal kurz ausfüllen. Super, wenn wir das Ganze dann auch vorne einmal noch mit Glas hinten bezogen haben, können wir auch dieses Blockmaterial wieder wegtun und gehen wieder unten an unsere Kiste ran. Denn jetzt kommen wir langsam zu dieser amerikanischen Flagge und die stellen wir einfach mal da mit. Ja, mit ein paar Eisengittern. Ja, einen Steinknopf brauchen wir auch wieder. Mach ich den da einfach mal an. Dann auch Lapizazui-Block und die Ziegel, ja, die Ziegeltreppe, um damit die amerikanische Flagge darzustellen. Wir beginnen einfach mal mit den Eisengittern, fliegen hier auf die Vorderseite hin, platzieren dann einfach mal, würde ich mal sagen, hier bei unserem oberen Fensterteil, einfach mal in der Mitte unten Eisengitter. Das Ganze machen wir zweimal ran. Na, treffe ich? Ja. Und dann machen wir daran gleich einen Lapizazui-Block. An den Seiten platzieren wir einfach mal Knöpfe ran. Dann dahinter gleich eine normale Ziegeltreppe. Darunter würde ich mal so eine umgedrehte machen. Dann mache ich hier auch nochmal irgendwie eine umgedrehte. Das ist natürlich die Frage, wie man immer so eine Flagge macht. Das ist hier immer... Ach so, war alles richtig? Da muss ich mal hier gucken, wie man sich denn die Flagge hier so hinbastelt. So in etwa. Ja, so hatte ich es gemacht. Also das ist immer mit Treppen, das ist immer so ein Gewurstel. Da muss man immer gucken. Also, ne, wir machen Eisengitter, hat es dazu geblockt. Treppe so ran, Treppe runter. Ne, ich glaube, wenn ich mich hinstelle, dann erkennst du das Ganze. So, und dann haben wir die amerikanische Flagge herangemacht, denn da war auch eigentlich immer eine zu sehen. Jedenfalls aus der Serie und so. Und daher machen wir da auch eine ran. So, und dann würde ich mal sagen, machen wir einfach mal die Blöcke weg und gehen wieder an unsere Kiste an. Und jetzt kommen wir schon langsam zum letzten Part. Und zwar müssen wir oben das Ganze noch ein bisschen optisch verschönern. Wir können es ja nicht so ein bisschen so kahl lassen. Da müssen wir noch ein bisschen was hinmachen. Und dabei nehmen wir einfach mal wieder Quarztreppen. Einen Quarzblock holen wir uns raus. Bruchsteinmauer und nochmal die Bruchsteintreppe. So, und wenn wir das Ganze haben, geht's los erstmal mit dem Quarzblock. Wir fliegen auf die Vorderseite hin und ganz oben bei unserem Fenster schlagen wir die Mitte einmal weg, setzen da einen Quarzblock ran und darüber einfach mal eine Treppe. Super. So, weiter geht's dann einfach mal mit der Bruchsteintreppe. Wir setzen an den Seiten jeweils eine hin, einen Platz lassen und wieder eine hin. Auf der anderen Seite auch nochmal. So, dann gehen wir hier zur Seite und dann machen wir auch nochmal das genau das gleiche Spiel. Und darunter setzen wir jeweils immer dann eine Mauer. So habe ich es richtig erklärt? Ja, mein Gedächtnis lässt noch nicht nach. Super, so, wenn wir das Ganze haben, gehen wir jetzt auf die Rückseite und dann müssen wir das Ganze auch nochmal machen. Hier haben wir aber den Vorteil, dass wir, sage ich mal, hier theoretisch ein Gebäude dran haben. Von daher machen wir das hier nur zweimal. Super. Dann bleiben wir auch erstmal hier auf der Seite und nehmen auch immer noch die Mauer zur Hand und gucken einfach mal jetzt hier bei den Fenstern. Wir hatten ja, sag ich mal, hier diese weiße Betonstreben hochgesetzt und darüber lassen wir die Treppen in Ruhe, aber die Ziegelblöcke schlagen wir einmal weg und tauschen die ganz einfach mal aus durch unsere Bruchsteinmauer. So, das machen wir hier auch nochmal. So, dann müssen wir mal hier hinfliegen. Wir gucken, wo ist die Strebe, darüber dann einfach die Blöcke weghauen. Und dann setzen wir da einfach die Mauern hin. Natürlich sieht das ein bisschen doof aus, weil dahinter ja noch ein bisschen hohl ist, aber dazu komme ich jetzt auch gleich. Denn, zack, 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 hier beim letzten setzen wir es noch nicht rein und fliegen mal kurz rein und holen uns mal einfach einen Ziegelblock raus. Du kannst einfach dann hinter der Mauer setzt es hin, weil ich sag mal, da sieht man ja doch so ein paar kleine Löcher durch. Und das machen wir einfach mal hier zu, indem wir dahinter Ziegelblöcke hinsetzen. So, dann fliegen wir hin, wo wir reingekommen sind. Das müssen wir natürlich hier auch gleich zumachen, wenn wir rausgehen. So, ich mache das mal ordentlich weg. Super, dann setzen wir da unsere Mauer rein. Und dann sind wir schon damit eigentlich durch. Und fertig ist unsere Ghostbusters Feuerwehrstation. So, man kann sich das Ganze noch, ich fliege mal hier kurz im Vorbau, noch ein bisschen was anderes machen. Und zwar ganz einfach mal gesagt, man kann jetzt hinterm Glas, ich weiß ja nicht, ob du das Ganze einrichtest. Ich mache das einfach mal so als Dekohaus, so als Sammelhäuschen, dass man sich mal so ein bisschen hinplatzieren kann. Von daher verkleide ich das innen drin immer auch gerne. Und da habe ich einfach mal hinter diesem grauen Glas einfach noch, was ist das hier, hellblauen Beton genommen. Du kannst natürlich auch Wolle nehmen oder sonstige Sachen, um das Ganze dir halt so ein bisschen, sag ich mal, ja, so ein bisschen fake zu machen, dass man nicht reingucken kann. Weil ich finde das immer doof, wenn, sag ich mal, das so hohl ist und man kann da auch so reingucken. Also ich finde das immer nicht so schön, außer man verkleidet sich das Ganze, dann finde ich das doch nur noch einen kleinen Tick besser. Also ich weiß nicht, wie du das machst, vielleicht richtest du das ein, vielleicht auch nicht. Und dann empfehle ich dir einfach noch das Ganze innen drin zu verkleiden, damit man da auch nicht reingucken kann. So, aber ansonsten sind wir heute fertig hier mit den Ghostbusters. Wir gucken mal, was wir als nächstes bauen. Ich glaube, das Auto wird noch kommen, das hat sich einer gewünscht, aber das alles denn zur nächsten Folge. So, ich würde sagen, ich würde mich dann hier Safety erstmal hinstellen und ja, da haben die zwei doch schön drauf. So, und wenn ich dann Safety stehe, Freunde, dann war es das Ganze hier von meiner Seite. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder, aber ansonsten sage ich nur eins und zwar ganz einfach. Tschüss!